Hallo und herzlich willkommen zum Marktüberblick von tradingportal.net. Wir haben Donnerstag, den 15. November 2018 und die Woche verläuft bisher in einer Seitwärtsspanne von 11.300 zu 11.600, ohne neue Signale zu erzeugen. Es kommt noch nicht von ungefähr, wir haben morgen den kleinen Verfallstermin, Freitag 13 Uhr. Und da ist das genau diese Spanne ein ziemlich guter Abrechnungskurs für unsere Stillhalter. Unterhalb der 11.300 müssen Sie schon ein bisschen drauf zahlen. Aber bei starken bullischen Bewegungen müssten sie richtig dolle drauf zahlen. Aber sie kämpfen anscheinend schon auch um die kleinen Positionierungen unterhalb der 11.300. Es war nämlich durchaus auffällig, dass immer der DAX zurückgefallen ist auf die 11.300 und die US-Indizes noch weiter nachgegeben, blieb der DAX stabil. Er wollte nicht drunter, zumindest bis Freitagmittag könnte dies auch so bleiben. Hier ist der DAX-Wochenchart. Wir sehen hier, dass die Wochenkerze innerhalb der Vorwochenkerzen verläuft. In einer Seitwärtskonsolidierung. Auffällig ist auch, dass der große Widerstandsbereich bei 11.850 noch gar nicht angesteuert werden konnte. Das ist schon ein deutliches Zeichen von Schwäche. Wir haben ein bärisches Signal hier erzeugt und seitdem bewegen wir uns nur seitwärts. So eine Seitwärtskonsolidierung nach einem bärischen Signal ist stets mit Vorsicht zu genießen. Das kann einfach bloß eine Zwischenkonsolidierung sein, ein Zwischenschritt für die nächste Abwärtswelle. Das sieht alle aktuell nicht sehr stark aus. Gut, die 395 und die 505, der GT200, bilden auf Wochenschlussbasis eine interessante Zone. Unterhalb kann es eben wieder Richtung 11.250, 11.150 übergeordnet gehen. Da muss man abdrehen in der Hoffnung, einen hässlichen Doppelboden auszubilden. Ansonsten geht es nach dem Jahrestief bei 11.050 Richtung 10.800. Für heute ist das alles, für heute und morgen alles eher unwahrscheinlich. Und oberhalb der Zone kommt hier die 11.600 wieder ins Spiel und 6.170, 700. Das wäre noch möglich. Im Anschluss wären dann die 11.850 sogar noch im Gespräch. Auch das wäre wahrscheinlich heute für diese Woche alles nun mittlerweile zu viel. Wir werden eher die neutrale Spanne halten und dann mal gucken, wie wir nach Freitagmittag uns verhalten werden. Gut, gucken wir noch so kurz zum Tagesschart. Hier sehen wir links den Future, rechts den Cetradax. Wir bewegen uns weiter innerhalb der Spanne der Vortageskerzen. Von der 11.300 zu 11.600. Seit über 10 Tagen tänzeln wir um das mittlere Bollinger Band herum in einer Seitwärtsspanne. Die ISKS, die ich im Wochenausblick erwähnt hatte, welche eher nicht aktiviert werden sollte, wird immer hässlicher und läuft zunehmend aus. Eher müssten die Bullen nun auf einen Doppelboden hoffen, der hier unten am unteren Bollinger Band einen Tiefpunkt finden könnte. Aber auch diese Bewegung wird immer hässlicher und es ist fraglich, ob wir diese bis zum Verfallstermin eben noch ausführen möchten, denn unterhalb der 11.300, die er stets halten konnte, wird es eben etwas teurer für die Stillhalter und da kann es sein, dass wir einfach dieses Niveau jetzt verteidigen werden, bis die Abrechnung durch ist und dann mal schauen, wie die neuen Signale erfolgen. Das mittlere Bollinger Band, wie gesagt, stets Anlaufzone gewesen, auch heute wieder bei 11.425, im Future schon auf der Unterseite getestet. Von 425 kann es runtergehen zur 380, 350, 300, dann könnte man die nochmal testen und unterhalb wäre dann sogar diese Zone nochmal aktiv hier. Wenn wir wirklich die 300 hergeben, was ein bisschen unwahrscheinlich ist im Verfallstermin, dann könnte eben die Spanne so 270, 250, 200, 150 aktiv sein. Viel tiefer darf es nicht gehen. Es wird dann sehr brenzlig für den DAX und es könnte die Beschleunigung unter das Jahrestief einsetzen. Gut, oberhalb des mittleren Bollinger Bandes, ne, dann ist dieser Range weiter aktiv. Über die 550, 570 zu 600 wäre dann weiterhin unsere Spanne. Darüber wären Anschlusskäufe Richtung 670, 700 möglich und danach im Anschluss sogar die 850, das ist alles nicht sehr wahrscheinlich aktuell. Eher bewegen wir uns weiter hier in dieser Spanne mit mittlerer Bollinger Band als kleine Entscheidungshilfe. Unterhalb eher die 300, oberhalb eher die Bewegung 550, 570, 600. Gut, schauen wir mal, wie der Cetradax reinkommt und dann gucken wir, ob es neue Signale geben kann oder ob wir wirklich neutral Richtung Verfallstermin wandern. Vielen Dank fürs Zuschauen, zu hören. Wir sehen uns dann im Trading-Chat auf tradingportal.net. Vielen Dank und ciao.